Hallo und herzlich willkommen zu diesem Video. Heute gibt es einen Geburtsbericht, und zwar einen Geburtsbericht von Sarah und ihrer Hausgeburt. Ich habe mich dazu entschieden, einen Geburtsbericht hier zu veröffentlichen, weil mir selber in meinen Schwangerschaften es sehr gut getan hat oder hätte, positive Geburtsberichte zu lesen oder davon Frauen berichten zu hören. Sarah habe ich kennengelernt bei meinem Live-Seminar. Sie war bei mir im Seminar und hat eben auch den Online-Kurs gemacht. Und sie hat mich später dann tatsächlich aus Hannover besucht, um über diese Geburt zu sprechen. Und dieses Interview haben wir aufgezeichnet. Und ich hoffe, es gibt dir ganz viel Mut, ganz viel Kraft, wenn du vielleicht gerade schwanger bist. Ich finde es auch spannend, dass Sarah ein Geschwisterkind auch um sich hatte bei der Geburt. Und ja, da gibt es bestimmt auch einige, die sich fragen, wie könnte das denn funktionieren, wenn ich wirklich zu Hause mein Kind bekommen möchte. Und ich habe vielleicht schon ein oder mehrere Geschwisterkinder. Wie können wir das optimal lösen? Und ich glaube, Sarah hat da wirklich eine ganz tolle Lösung gefunden, hatte auch ein gutes Backup sozusagen, falls es irgendwie schwierig geworden wäre. Und wurde es aber nicht, also ein kleiner Spoiler an dieser Stelle. Und ich wünsche dir jetzt ganz, ganz viel Freude bei diesem wirklich ermutigenden und bestärkenden Interview zu ihrer Hausgeburt. Hallo Sarah, herzlich willkommen. Schön, dass du bei mir zu Gast bist. Ja, voll gerne. Du hast ja eine große Fahrt auf dich genommen, einen weiten Weg. Ja, wir haben uns sehr gefreut, dass du gefragt hast, ob wir vorbeikommen können. Ja. Magst du dich mal vorstellen und sagen, wer du bist und ja, wie du überhaupt hier in diesen Podcast kommst sozusagen? Ja, also ich bin Sarah. Ich komme aus der Nähe zwischen Bremen und Hannover. Bin Lehrerin und Coach für Paare und ja, habe jetzt die dritte Geburt hinter mir und die habe ich eben vorbereitet durch den Live-Kurs bei dir, unterstützt natürlich dann durch den Online-Kurs. Und ja, wir haben eine Hausgeburt gehabt und haben das als Familienerlebnis sozusagen durchlebt, indem ich gesagt habe, so, ich möchte gerne, dass unser Sohn zu Hause bleiben darf, wenn er das möchte, und das hat halt super geklappt. Ja, das ist echt total spannend, weil sich auch viele fragen, was mache ich mit dem Geschwisterkind oder mit den Geschwisterkindern dann, wenn es soweit ist und wenn ich eine Hausgeburt geplant habe, ne? Ja, total. Und das ist, also ich finde, es ist mega wichtig, das wirklich zu organisieren. Also wir hatten eine Freundin von uns, wo wir wussten, die kann vorbeikommen, mit ihm zusammen spielen, die kann ihn aber auch im Notfall sozusagen mitnehmen oder wenn er sagt, er möchte nicht mehr bei uns sein, er möchte raus oder er möchte irgendwie, ja, raus aus der Situation oder so. Ja. Also wir hatten das schon safe sozusagen, dass falls wir doch ins Krankenhaus gemusst hätten oder so, dass er einfach in guten Händen gewesen wäre, wo er auch sehr gerne geblieben wäre. Und so war es aber einfach so, dass ich den ganzen Tag über schon immer Wehen hatte und er wusste ja, weil wir zum Teil auch zusammen geübt haben, er hat manchmal zum Einschlafen deine Meditation mitgehört. Okay. Das heißt, er wusste, wenn ich sozusagen Kopfhörer aufhabe, was ich da höre, und er wusste auch, dass er mich dann nicht ansprechen braucht. Ja. Also er hat das einmal getestet, wo ich wirklich lange in der Meditation geblieben bin und nicht reagiert habe, und irgendwann, als er meinte, er springt auf mir rum, habe ich gesagt, so, ich kriege das alles mit und ich möchte das nicht. So, und dann, es war irgendwie 2-3 Tage vor der Geburt und es war super wichtig, das einmal wirklich so diese Situation zu haben, dass er weiß, ich merke das. Ja. So. Und dass ich das aber nicht möchte und dass ich möchte, dass er mich dann wirklich in Ruhe lässt in meinem inneren Raum und dass er sich an seinen Vater wendet in der Zeit. Ja. Und das war für ihn dann nachgebombt. Super. Und das war einfach total gut und dadurch konnte ich halt auch sagen, okay, weißt du, deine Schwester kommt jetzt auf die Welt und ich werde jetzt ganz viel die Ohrstöpsel drin haben und mir das anhören. Und wenn du irgendwas möchtest, dann frag bitte deinen Papa. Mhm. Und ja, das hat für ihn super funktioniert. Ja, Wahnsinn. Magst du mal von vorne ein bisschen beschreiben, wie es mit der Vorbereitung vielleicht auch war und wie es dann mit der Geburt war? Also mit der Vorbereitung haben wir es halt ganz oft zu Hause, dass ich mich einfach aufs Sofa gesetzt habe und das abends oder nachmittags einfach mal gemacht habe.
an Tagen, wo ich es tagsüber nicht geschafft habe, habe ich eben zwischendurch das auch einfach gehört, wenn ich ihn dann ins Bett gebracht habe, weil es Zeiten gab, wo das sehr lange gedauert hat, bis er eingeschlafen ist, dass ich mir gedacht habe, okay, ich lege mich einfach daneben nach der Geschichte und allem, was ich vorgelesen habe, ist sozusagen Kuschelzeit, wo dann noch nicht mehr gesprochen wird, wo ich mir das dann auf die Ohren gegeben habe. Ja. Und wenn er halt hören wollte, was ich gehört habe, dann hat er halt einen Stöpsel bekommen und ist dabei eingeschlafen. Also. Ah, okay. Das ist ja auch echt eine gute Möglichkeit. Also von daher wusste er halt jederzeit, was ich da mache. Ja. Und ja. Super. Und wie war es bei der Geburt? Wie ging es los? Es ging nachts los, dass ich dachte so, oh, ich glaube, so langsam kriege ich irgendwie ein paar Wellen. Bin dann aber nochmal wieder eingeschlafen. Und dann morgens, also wir hatten eine ganz krasse Phase vorher, wo mein Mann nochmal viel am Stück weg war, renovieren in einem Haus, was nicht so geplant war. Und vorher hatte ich so 2 Tage mit Übungswellen, wo ich dachte so, oh, es könnte losgehen. Und dann kam mein Haushalt gesagt, du, da steht jetzt was akut an, 2 Wochen jeden Tag, wo ich gesagt habe, okay, da kriege ich jetzt kein Kind. Und dann 2 Wochen später war es halt wirklich so, als ich wusste, der erste Sonntag, wo er zu Hause war, in der Nacht, fing es halt an sozusagen. Sehr oft und dann, so, ne? Also es ist oft so, dass die Kinder dann wirklich auch mit der Mama so aushalten. Ja, ja. Bis es dann... Total. Ja, und dann war wirklich so für uns klar, okay, an dem Tag kommt sie wahrscheinlich. Ja. Also es, ja, und es war dann auch so, also... Und ja, morgens habe ich den ominösen Schleimfropfen dann sozusagen tatsächlich mal gesehen. Also bei meinen anderen Kindern habe ich das überhaupt gar nicht gemerkt oder gesehen. Ja, danach habe ich mich nicht mehr gefragt, wie das aussieht oder wie das sein soll. Und dann habe ich gesagt, du, geht los. Und ja. Wahnsinn. Und das war dann aber am Morgen. Du hattest aber das in der Nacht schon gemerkt. Genau, so. Es fängt so langsam an. Und was hast du da gemacht? Also als es losging, als es sich für dich schon so ein bisschen gezeigt hat, dass es jetzt ein bisschen regelmäßiger wird, hast du dich da schon tief entspannt oder was hast du gemacht? Ohne die Anleitung, aber ja. Mhm. Also ich habe mich sozusagen runtergezählt und... Und das hast du selber gemacht? Genau. Ja. Also bin in Gedanken einfach runtergegangen sozusagen und habe Kontakt aufgenommen zu meiner Tochter und nochmal sehr tief und viel bewusst geatmet und so und bin dann aber darüber nochmal wieder eingeschlafen. Okay. Und dann ging es morgens sozusagen nach dem Schleimfropf dann los. Genau. Dann sind wir tatsächlich mal gesagt, du, also wenn, dann gehen wir jetzt nochmal zusammen ins Bett und haben nochmal eine Runde Sex. Okay. So Prostaglandin-mäßig. Es hat tatsächlich funktioniert. Also es hat die Wehen und die Wellen nochmal sehr in Gang gemacht. Es ist tatsächlich eine Möglichkeit, wenn es kommen will, sozusagen, genau. Kann man es damit total nochmal genau, also ich habe gemerkt, dass es ist intensiver geworden dadurch, aber es war immer noch so alle halbe Stunde, so über den Tag verteilt. Ja. Wir sind tatsächlich mittags noch mit der Familie essen gegangen. Okay. Also ganz nicht entsprechend der Vorbereitung, wo man sagt, so Raum für dich und so. Ich hatte halt während der Fahrt und so einfach Augen zu, auch beim Essen zwischendurch mal so, aber ja, das ist halt eben so die Frage. Ja, und das ist ja das Entscheidende. Also wenn du unterwegs bist und du kannst dich trotzdem zurückziehen und du bist ganz bei dir und bist nicht dabei, dann irgendwie die Familie zu managen und so weiter oder lange zu überlegen, was esse ich denn jetzt? Nee. Weil, ich habe einen schönen großen Salatteller noch gegessen, das war super. Ja. Und danach war aber auch wirklich so, dann dachte ich erstmal so kurz, ich glaube, ich habe zu viel gegessen, so als dann die Wellen irgendwie stärker wurden, aber es hat sich dann super reguliert, das war gut. Ja. Jetzt sind wir nach Hause und dann habe ich mich aufs Sofa gesetzt, so in so einer schrägen Lage und habe mir die Stöpsel reingemacht und sie dann auch erstmal nicht wieder rausgenommen, also habe dann wirklich ganz lange die angeleitete Meditation, die Geburtsmeditation dann gehört. Und bin zwischendurch dann nochmal mit so wellenförderndem Öl in die Badewanne gegangen. Mit meinem Sohn, der hat mich dann immer mit seinem Bagger vollgebaggert, mit warmem Wasser. Das hattest du mir geschrieben. Genau. Daran erinnere ich mich. Der wollte mit rein und gesagt, okay, aber zwischendurch musst du mich halt wirklich irgendwie in Ruhe lassen, ja. Super. Hat er gemacht. Ja, Wahnsinn. Das ist schon eine Herausforderung. Also du hast da schon so ein bisschen... so eine kleine Meisterleistung war das schon. Ja, dann nicht rauszukommen, meine ich, ne? Also nicht aus dem inneren Raum, dass du dich trotzdem hast abgrenzen können und sagen können, das ist trotzdem hier nicht mein Gebiet. Ja, genau. Also das war wirklich so, dass ich nur zwischendurch gesagt habe, du stopp oder irgendwie so und dann war auch noch halt gleich da und ja, genau. Hat das übernommen dann. Ja, super, super.
Ja, das war echt krass. Na, wie ging es weiter? Ja, also du warst dann in der Wanne, war das eine normale Wanne oder ja, eine weitere Wanne? Oder nee, so? Das war eine ganz normale Wanne, wo ich auch erst dachte so, ich weiß nicht, ob ich da, also der Bauch hat alles nicht mehr ins Wasser gepasst. Ne? Deswegen war es mit dem Zubaggern schon ganz gut. Ja. ja, und dann habe ich mich wieder aufs Sofa gesetzt, gelegt, wie auch immer. Und Onno und Julius haben beide nochmal geschlafen. Mhm. 2 Stunden oder so nachmittags, was Julius sonst gar nicht darf. Ja. aber wir wussten halt, ja, es wird irgendwie später und wir brauchen alle irgendwie Kräfte. Und ja, super. Alle waren müde, also haben die geschlafen. Und die Hebamme war aber noch nicht da. Nee. Also das heißt, du warst dann alleine auch die Zeit. Und wie war das für dich, alleine zu sein? Super, also es war kein Unterschied zu dem Moment, als sie da waren sozusagen, weil ich ja sowieso die Augen zu hatte und mich bei auf das, mich auf meinen inneren Raum konzentriert habe sozusagen. Und ja, von daher hat das keinen großen Unterschied gemacht. Auch jetzt, ob ich zwischendurch in diesem Restaurant am Tisch saß und zwischendurch mal eine Welle hatte und irgendwie Augen zu und war egal in dem Moment. Also, Wahnsinn, du konntest dich einfach total gut abgrenzen. Ja. Also richtig schön so der Außenwelt so verschließen einfach, also im besten Sinne. Und genau, ich finde es auch toll, wie du es beschreibst, dass du sagst, ich habe ja alles mitbekommen. Ja, also total. Man bekommt alles mit, aber es ist halt, man ist trotzdem woanders. Genau. So, ne? Man ist ganz bei sich trotzdem. Total. Mhm. Und also man kann sich ja auch einfach da wieder rausholen. Also wenn jemand mich anspricht, dann hätte ich auch antworten können. So. Ja. Aber halt so die Frage, ob man das möchte in dem Moment. Genau. So, oder wie lange man sozusagen das zwar irgendwie so nebenbei registriert, dass jemand da was sagt und dann so einmal checkt, so will ich antworten oder nicht. Also wenn es wirklich was Wichtiges ist, dann ist man auch so da und gibt eine Antwort und dann machen wir irgendwie zu. Und dann, Wie ging es weiter? Ja, dann irgendwann habe ich meiner Hebamme mal geschrieben und gesagt, oh, ich glaube, heute oder spätestens morgen, also irgendwie kommt sie. Und habe ich so geschrieben, ja, ich sitze noch hier mit meiner Meditation auf dem Sofa und so. Und, hatte sie geantwortet, ja, lass uns mal telefonieren. Wenn jemand mir sagt, er sitzt noch mit Meditation auf dem Sofa, glaube ich jetzt nicht, dass ich losfahren muss und so. Und dann meinte sie, ja, ich habe noch eine Abendessensverabredung, kann ich da noch hingehen? Habe gesagt, ja, mach das mal. So, aber ich glaube, danach kannst du auch kommen, so. Und dann, das war irgendwie abends 7 war sie verabredet, da ist sie noch essen gegangen und so, und dann, also gegen 9:30 habe ich sie, glaube ich, dann angerufen und gesagt, du, ne, bitte komm mal, und meinte, ja, sitzt immer noch mit Meditation auf und so, hat gesagt, ja, aber ich möchte, dass du jetzt kommst. Also sie hatte auch eine Stunde Anfahrtsweg, muss man dazu sagen. Ja. Und ich meine, es war die 3. Geburt. Ich habe in dem Moment schon so ein Gefühl in meinem Körper gehabt, dass ich wusste so, also fahr mal los. Komm mal. Wenn du dann noch mit dabei sein möchtest. Ja, genau. Komm, so, komm mal. Bitte, ich glaube, es ist, es macht Sinn. So. Mhm. Und dann war sie erst noch so ein bisschen skeptisch und hat dann aber ihre Sachen gepackt und ist gekommen. Und als sie dann angekommen ist, lag ich halt immer noch da in meiner Meditation. Sie hat mich dann einmal kurz untersucht, weil sie sagt, sonst sieht sie das meistens so von außen an, was für ein Punkt die sind. Aber also es war wirklich eine sehr erfahrene Hebamme. Die hat schon selber 6 Kinder und ihre 7 Enkelkinder auch schon mit auf die Welt gebracht und so. Und gleichzeitig Homöopathin und wirklich ganz, ganz viele Hausgeburten macht die. Aber sie meinte, du kannst es halt nicht sehen, ne? Das ist also halt das so, ist halt wirklich, wenn man da in seiner Meditation sitzt, dann kann man von außen den Zustand sozusagen nicht richtig erahnen oder so. Genau, und dann das hat ist die Herausforderung für die Hebammen tatsächlich mit der friedlichen Geburt. Und dann hat sie gesagt, okay, ich untersuche mal eben, wie der Muttermund geöffnet ist und so. Und der war schon 6 Zentimeter offen, als sie ankam. Ja. Und dann meinte sie nur so, ja, willst du jetzt noch, willst du in die Wanne oder willst du hier bleiben? Und dann hat sie gesagt, nee, also gerade ist noch alles dicht, ich möchte bitte in die Wanne, dass das so irgendwie das ganze Fruchtwasser und so bitte auch da bleiben kann. Mhm. Dann sind wir halt rüber, also ich habe im gleichen Moment, wie ich die Hebamme angerufen habe, habe ich auch unsere, oder Onno, beziehungsweise Onno hat dann unsere Freundin sehr gut angerufen, hat gesagt, hier, ne, die Hebamme kommt dann auch bald, könntest du auch kommen, das war ja abends 10 oder so, und dann ist sie halt gekommen und hat mit Julius dann im Wohnzimmer gebaggert und Baustelle gespielt und so, und die sind halt im Wohnzimmer geblieben und wir sind dann rübergegangen ins Badezimmer halt. Und dann
bin ich in die Wanne, die war ja noch voll sozusagen. Die haben wir dann nochmal mit heißem Wasser schön warm, also Ono hat das gemacht. hat die schön warm gemacht in der Zeit, in der ich irgendwie vom Sofa ganz langsam mich in Richtung Badewanne bewegt habe, immer wieder mit stehen bleiben und so. Und dann habe ich tatsächlich die Stöpsel rausgenommen und war dann in der Wanne ohne Anleitung sozusagen. Und habe dann auch gemerkt, sie kommt jetzt bald. Also es war wirklich, ich glaube, seit die Hebamme angekommen ist, bis sie da war, war eine Dreiviertelstunde ungefähr. Okay, krass. Also die letzten Zentimeter sind richtig schnell aufgegangen. Genau, also ich hatte auch richtig effektive Presswehen. Also drei oder vier und dann war sie da. Hatte ich auch bei meinem dritten Kind, ja. Ich lag in der Wanne und ich habe so gemerkt, ich kann hier nicht liegen. Und dann habe ich mich umgedreht, so im schrägen Vierfüßler sozusagen. Und habe mich zwischendurch immer so auf die Seite kippen lassen. Aber bin von den Knien gar nicht mehr runter. Also das war, ich habe meine die anderen zwei auch im schrägen Vierfüßler bekommen. Das ist für mich einfach irgendwie so die Geburtsposition, weiß ich auch nicht, für meinen Körper. Und das war ganz gut. Also bei der ersten Presswehe habe ich nur gesagt, sie kommt jetzt. Und dann hat die Hebamme irgendwie ihre Hand hier oben so zwischen meine Schulterblätter gelegt und hat gesagt, dann atme nicht nach oben und lass sozusagen den Druck nach unten abfließen. So die Wirbelsäule runter. Und in irgendeiner Meditation hast du auch diese Anleitung, wie es sozusagen die Wirbelsäule runter geht. Und das hat mir mega geholfen, dass sie das gesagt hat und einfach die Hand da ganz warm hingelegt hat. Zwischendurch hat sie mir noch, ich glaube, ein bisschen Arnika-Kügelchen gegeben in einer hohen Potenz und hat gesagt, hier, so, weil ich eine Vorgeschichte hatte, wo es einmal mit eingeleiteten Mitteln zu einer erhöhten Blutung kam hinterher. Und dann hat sie gesagt, damit das nicht so doll blutet, dann habe ich das quasi einmal genommen und dann, ja, dann kam sie. Also es war wirklich... In der Wanne. Ja, in der Wanne. Und es war auch ganz anders. Also mein erster, der hat gebrüllt und gebrüllt und gebrüllt und gar nicht aufgehört. Und sie war wirklich so, sie kam raus und lag dann auf mir so drauf und guckte mich an. Und irgendwann fing sie also an, so loszukrähen. Und dann kam halt Julius auch rüber und hat gesagt, oh, ist das meine kleine Schwester und so. Und also es war echt total schön, so wie ich mir das eigentlich gewünscht habe. Und es war wirklich... Also mit dieser Methode halt einfach wirklich möglich, dass er in dem Sinne dabei war. Also er war ja nicht die ganze Zeit bei mir und neben mir und hat mich beobachtet, aber so, dass er halt nicht, dass ich nicht schreiend und stöhnend und was weiß ich wie irgendwie da außer mir war, sondern ja, ganz bei dir, genau das Gegenteil eigentlich, ne? Genau, dass es für ihn halt auch kein negatives Erlebnis ist. So, ich fand es auch beeindruckend, als meine Jungs gekommen sind, um die Kleine zu sehen, das erste Mal. Es waren auch ein paar Minuten nach der Geburt, dass die runtergekommen sind und die gesehen haben. Und es war dann so ein heiliger Moment. War das bei euch auch so? Also so, dass es ganz ruhig war und sie standen so staunend wie vor so einem Weihnachtsbaum, so ein bisschen gucken. Total, vollkommen. Ja. Die ist ja so ein bisschen voll Blut und so. Und das hat ihn total beschäftigt auch noch im Nachhinein. Ja, meine Jungs auch, dass sie gesagt haben, es war Blut und die Nabelschnur und so. Ja, genau. Aber irgendwie eher so fasziniert. Und so, dass man es halt öfter erzählt. Aber alles, ich hatte das Gefühl, alles gut. Es war jetzt nicht dramatisch und schlimm irgendwie. Es war einfach für ihn. Und halt richtig, was ich auch spannend fand, was ich das Gefühl hatte, die Jungs, die haben sie sofort als Familienmitglied angenommen. Also sofort total. Als meine Schwester. Ja, ja. Aber bei ihr war es auch so, als sie das erste Mal die Augen aufgemacht hat, hat sie die Jungs gesehen. Ja. Also sie hat gar nicht mich als erstes gesehen, sondern als erstes die Jungs. Ja, doch, das war echt total schön. Und dann, also wir hatten echt ein paar Minuten so und dann als die Nabelschnur ausposiert war, ging es dann so, oh, wer will denn die Nabelschnur durchschneiden? Ich nicht, und so, ich auch nicht. Und dann unsere Freundin, die auf Julius aufgepasst hat, darf ich wirklich, weil ich ehre und so. Und die hat gesagt, ja, voll gern. Und dann hat die Nabelschnur durchgeschnitten. Und das war, glaube ich, der Moment, als sie dann, danach hat sie dann auch erst angefangen zu schreien. Ah, okay. Interessanterweise. Vorher gar nicht. Vorher hat sie kein Geräusch von sich gegeben irgendwie. Ja. Und dann, dann hat Ono sie bekommen, damit ich nochmal ein bisschen Zeit hatte, die Nachgeburt zu gewähren sozusagen. Und Das
total schön. Richtig schöner Geburtsbericht. Ja, dann konnte sie gleich nackig kuscheln bei Papa. War denn die Geburt von Julius auch eine Hausgeburt eigentlich? Die war auch im Krankenhaus? Sie war im Krankenhaus, war aber in einem hebammengeleiteten Kreissaal. Mhm. Und hast du einen großen Unterschied gemerkt, so in dem Geburtserleben? Ja, total. Also es war wirklich, also bei der ersten Geburt habe ich wirklich zwischendurch gedacht so, oh, gib mir irgendetwas, so, ich weiß nicht mehr. Also vorher habe ich gesagt, ich habe keine Angst, mein Körper kann das und so weiter. Mhm. Ich war wirklich voller Vertrauen sozusagen, aber irgendwann war ich einfach so verzweifelt und dachte so, irgendwie, das kann doch nicht sein, so. Und dann haben die gesagt, ja, auch hebammengeleitete Geburt, also PDA oder so, bieten die einem dann auch nicht an, mhm, von sich aus, wenn das jetzt nicht medizinisch notwendig ist. Mhm. Und die haben mir dann irgendwelche Zäpfchen angeboten, wo ich aber glaube, dass sie eigentlich gar nichts mehr bewirkt haben, so, mhm, gefühlt. Das waren auch irgendwelche homöopathischen Sachen, glaube ich, die sie mir gegeben haben. Mhm. Aber das war halt schon diese Übergangsphase sozusagen, mhm, die ich bei der Geburt von Emilia dann gar nicht hatte. War bei dir auch weg, also, ja. Das war irgendwie, die Hebamme meinte, ja, jetzt kommt gleich die Übergangsphase und so, und ich dachte so, nee. Die kommt jetzt. Ich dachte so, nee, die kommt irgendwie nicht mehr. Ja, das war irgendwie gar nicht. Ja. Und ja, also es ist auch alles heile geblieben. Mhm. Also es ist wirklich, es hat sich alles so weich gedehnt und ja. Wahnsinn. Ja, alles super. Total schön. Hat auch nicht doll geblutet, war auch nicht irgendwie, mhm, ganz schrecklich. Oder viele sagen ja auch Hausgeburt. Ja. Es ist dann irgendwie eklig oder sonst was. Also dadurch, dass wir halt auch in der Wanne waren, ist das Fruchtwasser und alles ja dann... Ja, ja. So den Abfluss runter, sag ich mal. Und ja. Ach, schön. Ja. Gibt es noch was, wo du sagst, ach, das möchte ich gerne noch sagen? Oder das möchte ich vielleicht gerne auch mitgeben an Frauen, die vielleicht gerade schwanger sind oder so? Also zum einen, dass es mega Sinn macht, diese Methode zu lernen und halt auch früh damit anzufangen, mhm, damit man das wirklich so abrufen kann. Mhm. Also ich hatte jetzt schon von der Schwangerschaft davor, da hatte ich den Online-Kurs gemacht, das so ein bisschen intus, habe das allerdings nicht so viel geübt gehabt da, und ich habe gemerkt, das macht Sinn, das wirklich viel und gut zu üben, damit man das wirklich abrufen kann und auch für sich einfach diese Auszeit zu nehmen. Also, mhm, ich finde, gerade wenn man schon ein Kind hat, ist es total sinnvoll und schön für sich, diese Meditationszeit zu haben und sich mit dem Baby zu verbinden und diese Ruhe einfach auch zu genießen und zu sagen, okay, das ist mein Raum, den ich irgendwie habe. Das fand ich total super. Und und es steht und fällt ja wirklich mit diesem Üben, ne? Also total. Weil es hängt nicht daran, glaube ich, ob man jetzt im Live-Seminar war oder den Online-Kurs macht, weil es ist ja alles im Online-Kurs drin, aber halt wirklich dann die Disziplin aufzubringen, wirklich zu sagen, ich mache das regelmäßig, das ist Priorität. So, das stimmt. Ja. Wobei ich in dem Live-Kurs das noch wirklich toll fand, dass das ja mit allen zusammengeübt wird. Das heißt, der Partner hat das auch geübt und weiß, wie es sich anfühlt. Ja. Sozusagen. Und er weiß auch, worauf es ankommt, sozusagen. Ja. Das kann man mit dem Online-Kurs natürlich auch machen. Mhm. Aber dann muss er ihn halt mitgucken. Oder separat gucken oder wie auch immer. Genau. Ne? Ja. Also das ja. ist halt wirklich, dass der Mann dann sich eben auch damit beschäftigt. Und das stimmt. Ja, das stimmt. Das ist ein totaler Vorteil. Es gibt aber jetzt eine neue Hypnose im Online-Kurs für die Partner. Ah, okay. Genau, ja, weil ich nämlich auch dachte, das ist gut. Also, dass das die quasi innerlich halt, also einfach diesen Zustand einmal kennenlernen können und auch ihrem Kind begegnen können. Ja. Mental. Das geht ja auch. Das ist so. Also, das finde ich total sinnvoll auf jeden Fall. Also, ich würde sagen, beim Geburtsort macht es einfach mega Sinn, auf sein eigenes Gefühl zu hören und nicht zu sagen, okay, die Hebamme oder der Arzt sagt, aber ich muss unbedingt da und da. Klar gibt es medizinische Grundlagen, wo das so sein muss, aber ich glaube, das ist selten der Fall eigentlich. Also ich glaube, häufig sind es wirklich so die Glaubenssätze der Ärzte oder Hebammen auch, die einen in eine bestimmte Richtung dann
versuchen zu bewegen. Genau. Und ich glaube, es macht einfach Sinn, zum einen sich selber zu informieren, und dann auf das eigene Bauchgefühl zu hören. Ja. Ja. Zu gucken, was möchte ich. Ich finde auch wirklich, dieses Bauchgefühl ist total wichtig. Also auch wenn man zum Beispiel in eine Klinik geht oder so, dass man sagt, ich gucke, wie ich mich fühle, wenn ich reingehe. Und ist es die Klinik oder die andere? Und dass man, je mehr, sag ich ja immer, je mehr man sich vorher vorbereitet, desto besser ist es dann am Ende bei der Geburt. Weil dann hat man hoffentlich auch das Team beisammen, das man haben möchte, auch die Frage zu stellen, soll der Partner wirklich dabei sein? Und möchte ich noch eine Doula dabei haben? Wie fühle ich mich wirklich wohl? Ja. Und je mehr man da vorher plant und überlegt und macht und tut, desto mehr kann man dann loslassen oder desto einfacher ist es dann für die Geburt. Ja, oder auch einfach nicht nur zwischen Partner und Doula zu überlegen, sondern einfach mal zu gucken, wenn ich an bestimmte Menschen denke, wen kann ich mir vorstellen, dabei zu haben? Jetzt auch in Bezug zum Beispiel, wenn ich eine Kinderbetreuung da haben möchte oder so. Wen kann ich mir vorstellen, der auch in so einem intimen Moment da sein darf? So, wo kann ich mir das vorstellen? Wo weiß ich zum Beispiel auch, dass derjenige dieser Art von Geburt oder dieser Methode nicht kritisch gegenübersteht, sondern der zumindest neutral ist und sagt, okay, ich guck mir das mal mit an, oder es ist, ne, so, ich lass dich einfach in dem, was du da machst, und kümmere mich um das Kind. Ja. Das, also ich habe in meinem Kopf verschiedene Szenarien durchgespielt, bevor ich gesagt habe, okay, die kann ich mir vorstellen, dabei zu haben. Und sie hat sich voll gefreut, als ich sie gefragt habe. Ja, ja. Ja, super. Das ist einfach was, ja, wo ich denke, das macht Sinn, das vorher gut für sich zu klären. Genau, diese ganzen Sachen, diese ganzen Aspekte, ne? Und da ist ja auch für jede Frau dann, da gibt es so unterschiedliche Fragezeichen oder unterschiedliche Baustellen. Ja. Ne? Total. Ja. Das glaube ich. Schön. Ja. Sarah, ich freue mich sehr, dass du da warst oder immer noch da bist. Total gerne. Und dass du erzählt hast von deiner schönen Geburt. Und ich hoffe, das macht ganz, ganz vielen Frauen Mut und macht so eine Vorfreude auf die eigene Geburt. Das hoffe ich auch auf jeden Fall. Ja, ja. Schön. Ja, vielen Dank. Danke. Ja, ich hoffe, dieses Interview hat dir mindestens genauso viel Freude gemacht wie mir. Ich würde mich natürlich wahnsinnig freuen, wenn du irgendwelche Fragen hast oder Kommentare dazu, dass du es mir hier einfach unter das Video schreibst. Wenn dich Themen rund um die Geburt, Schwangerschaft, Mutterglück interessieren, dann abonniere auch gerne meinen Kanal, aktiviere auch die Glocke, und dann wirst du immer ganz frisch informiert, wenn es ein neues Video von mir gibt. Du kannst mir auch gerne auf Instagram folgen. Da werde ich auch einen Post zu dieser Folge machen, und da können wir dann auch miteinander sprechen, diskutieren. Und ja, ich wünsche dir von Herzen alles Gute. Wenn du gerade schwanger bist, hoffe ich, dass dich dieses Interview auch bestärken konnte und dir Mut machen konnte für deine Geburt. Und bis bald zum nächsten Video.